Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Wie gesagt, die Serie nimmt jetzt den Platz von House Flippers ein. Und ich würde jetzt mal einfach sagen, wir spielen jetzt nicht mehr den Franchise-Modus, wo wir online spielen, weil es halt, sagen wir mal, dezent teilweise dem Markt irgendwie immer durcheinander wirft, wenn, je nachdem, welcher Spieler was kauft. Das werde ich erstmal ein bisschen privat ausprobieren, aber wir gehen jetzt mal für unsere Sache hier in den Herausforderungsmodus. Baue dein Zoo offline mit sämtlichen Spielwährungen und Herausforderungen. Bedeutet, ich habe auch schon vorher überlegt, wo wir anfangen, und zwar im gemäßigten Klima in Europa. Denn das kommt circa daran, auch in dem Gebiet, wo ich jetzt bin. Das ist bei mir wahrscheinlich so, ich bin gleich so zwischen Tiger oder dem Tigergebiet, genau, zwischen dem Tigergebiet und dem gemäßigten, so irgendwo dazwischen. Aber das passt schon. Wir nehmen das jetzt mal in den Raxermanien Zoo. Raxermanien-Zoo. Erstellen. Da. Ich liebe diese Musik. Sie ist einfach so gemütlich chillig. Und jetzt ist ja endlich die Beta-Pausen-Phase vorbei. Es ist endlich Spiel heraus. Und bedeutet, alles ist freigestellt. Und deswegen, es gibt auch die neuen Gebiete. Das schaut doch relativ gechillt, das Gebiet aus. Und meine Maus funktioniert schon wieder nicht. Ich könnte sie killen, ich sag's euch. Ich hasse es, wenn die Maus nicht funktioniert. Ich kann jetzt gerade nicht zum Beispiel meine Maus drehen. Also ich kann, das hier geht, aber das links-rechts drehen funktioniert jetzt einfach gerade. Ups, man kann das Overlay ausschalten. Cool. Oh Gott, das geht mir jetzt gerade echt tierisch auf den Sack, ne? Gibt's da, warte mal. Kann ich das umlegen, bitte? Steuerung. Nein, Maussteuerung. Kamera neigen und drehen. Genau, das ist jetzt hier super. Das funktioniert nämlich nicht. Das da. Da, haben wir es doch. Anwenden. Ich hoffe, das funktioniert so gut, wie ich es hoffe. Plane. Yes, ha. Oh Gott, jetzt muss ich erst an die Steuerung wieder gewinnen. Halleluja. Okay, was haben wir hier? Tiergartenaufnahme. Nimm mir zwei verschiedene Gehegetierarten auf. Schauen wir doch erstmal, was wir jetzt haben. Und zwar gehen wir... Ah, nee, scheiße. Ich habe das so lange nicht mehr gespielt, ne? Das ist jetzt der Wahnsinn. Jetzt muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, wie das Ganze ging. Wir machen jetzt erstmal einen ganz langen Weg wieder. So wie letztes Mal, typisch. Wieder 8 Meter Breite circa. Ich liebe es, wenn du so einen langen Eingang hast. Ich würde es irgendwie gerne so machen. Okay, das passt doch jetzt fürs Erste. Ach, du Jemine, ey, das ist wieder so eine Zwiebelerei hier. Vor allem, weil er sich jetzt genau vornimmt, er muss jetzt da andocken, auch bei den Entfernungen. So, danke schön. Jetzt haben wir es doch. Nein! Ich will nicht hier eigentlich noch so eine Kuppe machen. Und ja, vor meiner Zimmertür wird gerade wieder gesagt, es geht mir gerade so tierisch auf den Sack. So. So, jetzt gehen wir hier raus. Jetzt können wir nochmal... Ah, genau. Haben wir noch unsere Einrichtung aus der Beta? Transporteinschienbahn. Oh. Transformer. Warum ist denn das nicht freigegeben? Komisch. Ach, guck mal, das ist ein Doppelteilraum aus Holz. Das habe ich gebaut, glaube ich, ne? Dann müsste hier irgendwo auch mein... Ja, es ist noch da, cool. Jetzt ist die Frage, wie habe ich denn das letztes Mal gesetzt? Beziehungsweise, wie setze ich das am schlausten? Oh, ich hasse es. Es leckt irgendwie teilweise. Also, habe ich nur das Gefühl, dass es leckt. Aber es funktioniert auf jeden Fall gut mit... Jetzt muss ich überlegen, wie kann ich denn das Ding drehen? Ah, ne, jetzt habe ich das wieder gemacht. Ah. Das würde eigentlich passen, wenn ich hier rein mache, ich hier die Gehege. Machen wir es hier so hin. Oh Gott, ich glaube, wir müssen da drin jetzt erstmal. Inspektor kommt. Warte mal. Können wir das Spiel in Pause-Modus kurz schalten? Bitte, Dankeschön. Ich muss erst wieder an die Steuerung gewöhnen. Leck mich am Arsch. Also da drin sind einige Wege, wie es ausschaut, schon belegt.
Der Transformator zum Beispiel noch gar nicht. Aber ich kann die ja, glaube ich, Wege löschen. Gut. Weil wir müssen hier Mitarbeiterwege einbauen. Was ist das denn? Mitarbeiterweg 03. Wege löschen, deaktivieren. Oh scheiße, die sind ja alle auch so breit eingestellt, ne? So. So. Nein, nicht. Oh. Und nochmal löschen. Das ist das Problem, wenn du den Anfangs verkackst direkt. So. So, wir löschen. Nein. Das ist, wenn die so 3 Kilometer entfernt noch deinen Weg tracken und sagen, du bist aber immer noch in meiner Nähe, du. So. Und dich noch anschließen. So, perfekt. Ist doch, so genau wollten wir das. Und alles wieder zurück auf die normale Straße führen. Zack, verbinden. Perfekt. Ich muss mich gerade voll an die Stelle. Ich muss mir unbedingt demnächst eine neue Maus holen. Das geht so gar nicht mehr weiter. Ich will schon automatisch mittlere Maustaste drücken. Erstens, es funktioniert jetzt nicht mehr, ne? Und andererseits ist es jetzt auch so, dass ich einfach die doppelte Maustaste down drücken muss. Aber es funktioniert. Man muss halt auch noch down Shift drücken. Dann ist es so eine. Diese Langsambewegung, das ist mit Shift. Naja, okay. Wir können uns aber, wenn ich mich nicht jetzt irre, und ich dafür einmal die Zeit starten. Ah, habe ich dann nicht den habe ich nicht, genau, weil das ist ja so eine allgemeine Einrichtung. Ich bin so schlau. Ist der Transfer? Nee, habe ich schon einen, okay. Habe ich das Gefühl gehabt, das wäre was Neues jetzt auf einmal. Forschungszentrum, Tierpflege, Tierhandelszentrum brauchen wir. So schaut's aus. Haben wir das nicht in schön auch? Doch, hier. Also in einigermaßen schön halt, ne? So. Wir können jetzt in den Tierhandel reingehen und gucken. Wir haben 300 von den Pflanzen. Was heißt das hier denn? Ach, das kann nicht freigelassen werden, weil es gegen Bargeld angenommen wird. Okay, okay, okay. Jetzt muss man natürlich dementsprechend überlegen. Oh. Männlich und weiblich. Oh. Lima und Edric. Sind halt schon auf der alten Seite, aber die geben uns erstens gute Punkte und kosten fast nichts. Jetzt schauen wir mal, was noch so cool wäre. Was sind denn das? Oh mein Gott, die schauen ja geil aus. Alter, was... Oh Gott. Das liebe Pandas, jawohl. Elefantos. Katas. Einmal mal durchgucken. Ach geil, ich komme da ran. Ich finde sie genial. Leistenkrokodil. Also da tue ich meine Leiste eindeutig nicht reinhalten. Eine Netzgiraffe. Oh geil. Ich hätte so gerne eine Netzgiraffe. Ich liebe Giraffen. Ich habe noch so eine... Ich war ja vor kürzerem erstmal im Zoo München und die Giraffe... Oh, ich liebe sie einfach. Giraffen sind geil. Nehmen wir noch so ein paar... Was sind das? Roter Vari. Nehmen wir noch ein paar rote Varis auf. Obwohl, nee, dafür würde ich gerne ein Affenhaus dieses Mal bauen. Es gibt doch diese typischen Affenhäuser. Sowas mag ich mal gern probieren. Oh Gott, jetzt könnten wir uns einen Kamel leisten und uns fehlt halt wirklich das Geld. Wildschweine fürs Essen nicht. Oh. Es gibt schon geile Tiere, das muss ich schon lassen. Wölfe? Ich weiß nicht, ob die in unserem Gebiet so... Zwergfluss, es gibt was? Bitte was? Es gibt Zwergflusspferde? Aber okay, so erstaunlich das jetzt auch mal erscheinen mag, wir müssen erstmal hier das Radar aktivieren. Strom ist überlappend, wassermäßig, oh shit, das ist natürlich dementsprechend aus, da können wir hier hinten. Ich vergesse, hä? Ich drücke meine doppelte Maustaste, also dreht sich nicht, was ist jetzt los? Das ist einfach und das ist jetzt... Also es wirklich gleichzeitig drücken, damit er das überhaupt erkennt. Okay. Wo ist denn unser Zoo-Teil? Afrikanisches Bison, da haben wir es doch.
Bedeutet Tierwohlbefinden 5 Sterne. Ah, da können wir unsere Öffnungszeiten auch ansehen. Ich wollte eigentlich das Tier angucken. Tierinfos sammeln. Nein, ich wollte Infos sammeln. Wir sind noch keine. Ja, wir haben noch gar nichts. Das bringt sich noch gar nichts, weil ich weiß noch nicht mal, wie groß ich es gehe. Gibt es da keine Infos zu? Ich muss doch hier eigentlich so, wenn ich drüber gehe, so Infos kriegen, so mäßig. Yo, gibt's das nicht? Okay, ich könnte es umsiedeln, freilassen und verlegen. Ja, dann bauen wir halt mal ein Gehege. Was haben wir denn für Barrieren? Holzstämme, erklimm. Blickdicht, nicht wasserdicht, erklimmbar und Widerstandsgrad 3. Aha. So, Moment, da muss ich jetzt kurz ausprobieren. Einfach vor den LOLs, weil ich wissen will, ob das funktioniert, ne? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel. Oha. Ist jetzt gerade wurscht. Ich mag nur wissen, ob das funktioniert. Rein theoretisch. Mach das zu so. Wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt unter Gelände, unter Wasser auffüllen und sage, jo, hier soll Wasser rein. Das geht! Nee, oder? Moment, was? Das geht? Bedeutet, das ergibt vollkommen neue Möglichkeiten. Ich kann absinken. Oh. Möglichkeit, es ist feinest. Wie kriege ich das Wasser wieder weg? Wasser entfernen. So, okay. Ich bin gerade so mindblown allein schon, dass das funktioniert. Wo ist der Mülleimer? Ich muss die. So, mal das Gehege weg. So, okay. Das hier hat Stärke. Widerstandsgrad. Was? Eine Holzwand hat höheren Widerstandsgrad? Okay, das hölzerne Schienenschleuse. Was brauche ich denn so eine Scheiße? Achso, wahrscheinlich für die Züge und so, ne? Erklimmbar. Ja, das ist alles erklimmbar. Nicht erklimmbar. Ah, das ist nicht erklimmbar. Das wäre erklimmbar. Das bringt sie wahrscheinlich wenig. Das ist ohne. Das legen sie umrissfest, für das keine Barriere gebraucht wird. Zum Beispiel einen Fluss, durch den Tiere nicht schwimmen können. Okay. Ich würde mal sagen, nach dahin. Kann auf jeden Fall eine ganz easy normale Wand. Jetzt müssen wir hier vielleicht nur mal die Länge ein bisschen short-titschen. Alter, warum geht das jetzt nicht, hä? Hä? Also es geht steil, aber nicht rechtwinkliger Winkel? Was habe ich dir getan? Oder ist es so ein Schutz, dass du nicht aus Versehen zu gefährliche Gehege baust. Da kann es echt wieder länger werden. Machen wir mal auf die 20er Länge. Wieder so, zack. Na, jetzt geht's. Hä? Machen wir hier 20 lang und dann nochmal so ein 10er dran. So. Und dann, aber hier vorne wieder, erstens mit Wölbungsmilch und auch wieder 20 Meter. Oh, das ist vielleicht noch nicht der beste Zeitpunkt, um das. So. Oh, warte. Okay, es bringt sich bei den Tieren gar nichts. Ich kam gerade auf eine geniale Idee und das ist mir so von der Brücke gar nichts. Ist ja ab jetzt noch doof. Jetzt ist es ein bisschen enger gestalten, das Ganze. So. Dann muss ich jetzt wieder gerade einen Anschluss machen, ne? Hä? Tafel zu. Du willst mir sagen, wenn das zu lang ist, dann sagt er nö. Aber wenn ich dir jetzt sage, hier. Das ist doch ein kompletter Dreck. Okay, Gehege. Wir brauchen Tür. Warte. Ah, nee, warte mal. Gesamtes Gehege. Höhenveränderung, wie war das nochmal? Barriere bearbeiten. Das komplette Gehege auswählen. Ich will, dass die Teile immer so auf einer 3 Meter Höhe sind, mal grundsätzlich. Einfach safe ist safe, sagen wir mal so. Gehegeeingang.
Wollte gerade sagen, warum funktioniert das jetzt wieder nicht? Guck mal, da kann ich die Spiele austricksen. Warte, ein bisschen steiler machen. So. Ha! Ich hab's geschafft! Ah, das wird jetzt unterteilt. Okay, und jetzt muss ich. Ich habe ja voll viel schon freigeschaltet. Oder kommt mir das so voll, weil Rückzugort einfach. Ein Heizkörper. Mhm. Futterkäfig. Wir müssen mal für Bisons, amerikanische Bisons hier, afrikanisch. Amerikanisches Bison, da haben wir es doch. Gehege, Schlafmöglichkeit. Also ich würde in einem großen Futterdruck auf jeden Fall mal anbieten. Und zwar hier vorne. Dann einen. Jetzt habe ich wieder die falsche Taste gedrückt. Tun wir den Rückzugsort dort vielleicht in die Ecke rein, oder? Tun wir so ein bisschen schräg. Ne, warte mal. Wir können die eine Wand ja noch gleich bearbeiten, ne? Rein theoretisch können wir die Wand so ein bisschen undurchsichtiger machen. Sodass die Bisons ihre Ruhe hier hinten haben. Kann ich das rein theoretisch noch bearbeiten? Müsste gehen, oder? Woodshed bearbeiten. So, warte mal. Wo sind Bauteile? Ich will Bauteile. Hä, wo bin ich denn jetzt hier? Architektur. Wände. Gibt es da neue Wände? Nee, scheint nicht so, ne? Wandelemente. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Warte mal, Dächer und Böden. Was ist denn das denn für ein komischer Boden? Was für ein Holzboden hat er denn da genommen? Weil unbedingt in so eine Wand reinzusitzen ist natürlich auch kacke, ne? Aber auf das läuft es ja schon fast hinaus, ne? So, warte. Und dann gibt es noch die schrägen. So, wie konnte ich denn die jetzt nochmal drehen? Irgendwie musste man die doch drehen können, oder? Ah, warte mal hier. Ha. Ich hab's. Zu steil. Dann ist es der. Ja, das passt schon. Das ist hier so ein bisschen offen noch, aber trotzdem abgedichtet, ne? Beenden. Es passt halt jetzt absolut nicht in den Stil rein, aber okay, ja. So, Schlafmöglichkeit. Ah, warte mal. Zurück ins Gehege. Schlafmöglichkeit. Was kann ich da drauf platzieren? What? Legen wir mal aus hier voll. So. Aha. So funktioniert es also. Wir haben einen Futtertrog. Wir können ja eine weiße Leitung notfalls noch hier hinten nach hier vorne legen. Falls sie nicht jetzt unbedingt nach hinten ins Wasser wollen. Dass sie halt überall so einen kleinen Anschluss haben. Das ist ein Wasserdruck groß. Ah, die kriegen ja ihren Wasser. Bedeutet, wir haben einmal einen Filter an. Wo geht's Wasser hin? Das Wasser geht hier. Dann machen wir hier so eine Pfütze hin. Bedeutet Gelände. Formen. Ist auch nicht. Das ist vielleicht ein bisschen stark gewesen, ne? Glätten. Also einfach nur abglätten, zack. Also die müssen ja draus trinken können, sagen wir es mal so. Das sollte hier auf jeden Fall gegeben werden. Natürlich ruhiges Wasser, zack, bis nach hier oben. Da ich noch nicht weiß, was die Tiere brauchen, sollten wir vielleicht erst aus dem Tier einstellen. Ne? Vielleicht ein paar Mitarbeiter wären gar nicht doof. Also erstmal ein Zoopfleger. Ach, das haben sie jetzt cooler gelöst, habe ich das Gefühl. Tierpfleger muss rein. Ein
Techniker, würde ich mal sagen. Machen wir gleich mal zwei Techniker, bin ich der Meinung. Tierärzte auch gleich wieder zwei Stück. Was haben wir noch? Einen Sicherheitsbeauftragten. Und einen Verkäufer brauchen wir noch nicht. Haben wir noch keinen. Dann würde ich mal sagen, beginnen. Huch, jetzt fliegen sie rein. Und dann, hier, Technikforschung. Da hätte ich doch gerne, dass ihr mir neue Stromtechniken mal erforscht. Windkraftanlage, das hört sich doch super an. Dann gehst du mal hier rein. Da muss ich erst die Tiere reinschmeißen, ne? Tiere. Ihr beide. Verlegen. Ab ins Gehege. Kommt, los geht's. Lauft! Hopp, 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 hopp. Kommt schon. Ihr schafft das. Der Techniker macht sich ganz gechillt, ne? So, ja. Ne. Machen wir mal. Haben wir keinen Stress. Jetzt laufen beide los mit den Paketen. Und danach müssen wir halt nochmal schauen, ob dies auch wirklich das Richtige für sie ist. Huchala. Weil die werden jetzt sicherlich noch nicht happy sein, genau. So, dann würde ich mal hier kurz auf Pause schalten, denn die Folge ist rum. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Planet Zoo wieder. Also, bis dann. Ciao.